Christian Anders, geboren als Antonio Augusto Schinzel Tenicolo, geboren am 15. Januar 1945 in Bruck an der Mur, Steiermark, Österreich, ist ein vielseitig talentierter Künstler mit vielen Rollen wie Schlagersänger, Songwriter und Komponist, Musikkomponist und Filmproduzent. Sein Leben und seine Karriere waren voller Höhen und Tiefen, von glänzenden Erfolgen bis hin zu schmerzhaften Misserfolgen, aber es mangelte ihm auch nicht an unvergesslichen Freuden. Lebensgeschichte. Christian Anders wurde während des Zweiten Weltkriegs geboren. Nach Kriegsende wanderten seine Eltern mit ihm nach Italien aus, der Heimat seines Vaters. Anders' Kindheit verbrachte er auf der Mittelmeerinsel Sardinien, wo er an einer Klosterschule in Cagliari studierte. Als er 10 Jahre alt war, zog seine Familie nach Deutschland und lebte in Offenbach am Main. Hier absolvierte Anders die weiterführende Schule und begann ein Studium der Anders' musikalische Karriere erlangte Ende der 1960er Jahre große Bedeutung und setzte sich bis in die 1970er Jahre mit Hits wie There's a Train to Nowhere, Don't Pass By und In the Eyes of Other fort. Diese Lieder brachten ihm großen Ruhm und Erfolg. Traurige Sache mit der Karriere. Trotz vieler Erfolge war die Karriere von Christian Anders auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere führte Anders ein luxuriöses Leben mit einem geschätzten Vermögen von 25 Millionen Euro und fuhr einen vergoldeten Rolls-Royce. Allerdings verläuft das Leben nicht immer reibungslos. Anders hatte ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten, die so weit gingen, dass er irgendwann obdachlos wurde und Millionen von Euro verschuldete. Dies war die dunkelste Spaß. Die größte Freude im Leben von Christian Anders ist wohl die Erholung von Misserfolgen. Mit der Unterstützung der Betriebswirtin Birgit Dien hat Anders sein Leben wieder in den Griff bekommen. Von einem Menschen, der einmal in eine obdachlose Situation geraten war, konnte er sein Leben stabilisieren und seine Karriere fortsetzen. Liebe und Ehen. Auch das Liebesleben von Christian Anders ist bunt. Ende der 1980er Jahre war er mit der amerikanischen Schauspielerin Heather Thomas liiert, die er 1986 während der Dreharbeiten zum Film »Der Stein des Todes« kennengelernt hatte. Anfang der 2000er Jahre machte er seine Beziehung mit der Künstlerin Jenna Curtis öffentlich mehrere Jahre. Ein wichtiger Wendepunkt in seinem Liebesleben war die Heirat mit Birgit Dien im Jahr 2006. Dien war nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern auch die Person, die ihm in schwierigen Zeiten sehr geholfen hat und die ihn wieder in den Bann gezogen hat. Sprache und Familie. Christian Anders ist der Bruder des SPD-Politikers Dieter Schinzel. Nach eigenen Angaben spricht er neben Deutsch auch viele weitere Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und ein wenig Japanisch. Dies zeigt seine Vielseitigkeit und Vielfalt im Leben. Das Leben und die Karriere von Christian Anders ist eine inspirierende Geschichte von Höhen und Tiefen und unermüdlichen Bemühungen, Herausforderungen zu meistern. Obwohl er viele Schwierigkeiten durchmachte, behielt er stets einen optimistischen Geist und verfolgte weiterhin seine Leidenschaft. Literarische Karriere und Verschwörungstheorien. Neben seiner Musik- und Filmkarriere hat Christian Anders auch eine reiche literarische Karriere vorzuweisen. Unter dem Pseudonym Lano schrieb er viele Bücher zu Esoterik und Verschwörungsthemen. Diese Werke zeigen sein tiefes Interesse an spirituellen Themen und den Geheimnissen des Lebens und ermöglichen den Lesern eine andere Perspektive auf die Welt. Herausragende Musikwerke. Christian Anders ist nicht nur Sänger, sondern auch ein talentierter Musiker und Komponist. Seine berühmten Lieder haben einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen.
Hier einige typische Hits. Teres A Trang to Nowhere, dieses Lied machte Anders, Namen der breiten Masse bekannt und wurde zu einem seiner größten Hits. Don't Pass By, ein romantisches und emotionales Lied, das Anders Position in der Popmusikindustrie weiter untermauert. In the Eyes of Others, dieses Lied war nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern wurde auch künstlerisch sehr geschätzt. Beziehungen und Liebe. Das Liebesleben von Christian Anders ist recht reichhaltig, mit vielen bemerkenswerten Beziehungen und Ehen. Seine Affäre mit Heather Thomas, einer amerikanischen Schauspielerin, war eine der prominentesten Beziehungen in den 1980er Jahren. Anfang der 2000er Jahre machte er seine Beziehung mit der Entertainerin Jenna Curtis öffentlich. Der wichtigste Meilenstein in seinem Liebesleben war jedoch die Heirat mit Birgit Dean im Jahr 2006. Dean war nicht nur sein Lebenspartner, sondern auch die Person, die ihm half, finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden und sein Leben wiederherzustellen. Das Engagement und die gegenseitige Unterstützung in dieser Ehe haben Anders Stabilität und Glück gebracht. Mehrsprachigkeit und Kultur. Christian Anders ist ein Mann mit hervorragenden Sprachkenntnissen. Neben Deutsch spricht er auch fließend Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und ein wenig Japanisch. Dies erleichtert ihm nicht nur die Kommunikation und Arbeit in vielen verschiedenen Umgebungen, sondern zeigt auch die Vielfalt und den Reichtum seines Denkens und seiner Kultur. Das Leben und die Karriere von Christian Anders ist eine bunte Reise mit vielen Höhen und Tiefen und Schwankungen. Als berühmter Künstler mit großen Hits musste er schwierige Zeiten durchmachen und war sogar obdachlos. Mit der Unterstützung und dem stetigen Einsatz von Birgit Dean gelang es ihm jedoch, sein Leben wiederherzustellen und seiner Leidenschaft für die Kunst weiterhin nachzugehen. Auch seine Liebe und Beziehungen spielten eine wichtige Rolle in seinem Leben und brachten ihm die dringend benötigte Freude und Unterstützung. Seine Vielseitigkeit und Sprachkenntnisse halfen ihm, seinen Horizont zu erweitern und sich vielen verschiedenen Aspekten des Lebens zu nähern. Christian Anders ist trotz all seiner Höhen und Tiefen und Erfolge ein Beispiel für Beharrlichkeit und Entschlossenheit, der stets Schwierigkeiten überwindet, um seine Träume und Leidenschaften zu verwirklichen. Filmkarriere. Christian Anders war nicht nur in der Musik erfolgreich, sondern stieg auch in die Filmbranche ein. Er trat in mehreren Filmen auf, darunter Der Stein des Todes, 1986, in dem er die Schauspielerin Heather Thomas kennenlernte. Obwohl er kein großer Filmstar wurde, zeigten seine Auftritte in Filmen die Vielfalt seiner künstlerischen Talente. Beitrag und Einfluss. Christian Anders hat maßgeblich zur österreichischen und deutschen Popmusik beigetragen. Seine Lieder erfreuen sich nicht nur großer Beliebtheit beim Publikum, sondern beeinflussen später auch viele junge Künstler. Anders ist nicht nur ein Sänger, sondern auch ein talentierter Musiker und Komponist, der viele Lieder komponiert, die tiefe Emotionen und Bedeutung vermitteln. Schwierige Zeiten und Erholung. Eine der schwierigsten Phasen in Anders Leben war, als er sein gesamtes Vermögen verlor und obdachlos wurde. Dieser finanzielle Zusammenbruch war ein großer Schock für einen Künstler, der in Luxus und Reichtum gelebt hatte. Mit der Hilfe von Birgit Dean gelang es ihm jedoch, sein Leben wiederherzustellen. Dean half ihm nicht nur, finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden, sondern brachte auch Stabilität und Glück in sein Privatleben. Literarische Werke. Unter dem Pseudonym Lano hat Christian Anders zahlreiche Bücher über Esoterik und Verschwörungstheorien geschrieben. Diese Werke zeigen sein tiefes Interesse an spirituellen Angelegenheiten und den Geheimnissen des Lebens. Obwohl er nicht so berühmt ist wie seine Musikkarriere,
haben auch seine Bücher eine treue und liebevolle Leserschaft. Interessante Fakten. Geburtsname. Christian Anders wurde als Antonio Augusto Schinzel-Tenicolo geboren, ein Name, der seine italienischen Wurzeln widerspiegelt. Sprachkenntnisse. Anders kann mehrere Sprachen sprechen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und etwas Japanisch. Dies hilft ihm, in vielen verschiedenen internationalen Umgebungen zu kommunizieren und zu arbeiten. Bruder. Christian Anders ist der ältere Bruder von Dieter Schinzel, einem Politiker der SPD in Deutschland. Daraus schließen. Das Leben und die Karriere von Christian Anders sind ein Beweis für die Kraft der Beharrlichkeit und des unermüdlichen Einsatzes. Von großen musikalischen Erfolgen über finanzielle Nöte bis hin zu einer starken Genesung hat Anders viele Herausforderungen gemeistert, um seiner Leidenschaft weiterhin nachzugehen. Liebe und Beziehungen im Leben haben ihm auch die Freude und Unterstützung gebracht, die er braucht, um Schwierigkeiten zu überwinden. Christian Anders ist mit all seinen Höhen und Tiefen und Erfolgen ein leuchtendes Beispiel für Beharrlichkeit, Tatendrang und Leidenschaft für die Kunst. Sein Leben ist nicht nur eine Geschichte über Musik, sondern auch eine inspirierende Reise über die Überwindung von Schwierigkeiten und die Wiederentdeckung des Glaubens an das Leben. Stricke ich die Socken für die Schuhgröße 36. Die Fußlänge, also der Bereich zwischen der Ferse und der Spitze, beträgt bei dieser Größe 14 cm. Plus die Spitze, die beträgt 5 cm. Plus die Ferse 4 cm. Den Schaft möchte ich gerne über 12 cm arbeiten. Somit komme ich auf eine Gesamtlänge von 35 cm. Das entspricht 24 Blöcken oder auch 48 Runden. Ich stricke heute aber 50 Runden, das entspricht 36 cm oder 25 Blöcken. Falls dir diese Skizze eine Hilfe ist, kannst du jetzt gerne das Video pausieren und einen Screenshot davon machen. Ich hoffe, du kannst meine Schrift einigermaßen lesen. Und ansonsten frag mich einfach, ich gebe jederzeit auch nochmal Hilfestellung. Wie aber schon erwähnt, in dem vorhin verlinkten Video findest du alle nötigen Angaben, um die Socken in deiner Schuhgröße arbeiten zu können. Jetzt geht es aber wirklich los mit dem Projekt. Wie zuvor schon erwähnt, arbeite ich ja heute die Socke in der Schuhgröße 36. Dafür verwende ich den